Was ist das? Ansgar Arian? Arian, ja. Ja, okay, gut. Hier geht es darum, welche Marken wurden in der NS-Zeit selbst getragen, also 1933 bis 1945, und welche werden heute von Neonazis als Erkennungsmerkmal getragen? Also ich würde eigentlich tendieren, bei New Balance eher heute zu sagen, aber vielleicht ist es so extra so ein Trick und so. Also das war das Ältere. Also genau, ja. Also im Dritten Reich. Ja. Vom Gefühl her würde ich jetzt bei Hugo Boss erstmal sagen, nicht. Mhm. Und die anderen beiden Marken kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Was sind das denn für Marken? Was ist das? Ansgar Arian? Arian, ja. Ja, okay, gut. Und das ja auch heute. Mhm. Fast. Nur die beiden müssten wir tauschen. Weil, also New Balance, da ist ja dieses N, du kennst ja wahrscheinlich die Schuhe, und das N nutzen Neonazis als Erkennungszeichen, ja, steht da klar. Nationalsozialist. Die Marke selbst distanziert sich aber klar davon. Also die Marke ist nicht rechts, sondern wird vom Rechtsextremen quasi missbraucht. Thor Steiner, man kann es vielleicht schon so ein bisschen erkennen, diese Wikinger-Symbolik, dieses Germanentum, dieser Kult, das lehnt schon sehr an die Neonazi-Szene. Die Marke wird sehr gerne von Rechten getragen. Dann haben wir hier eine Marke, Ansgar Arian, die sich nicht mal mehr distanziert von der rechten Szene. Also die sind definitiv rechts. Die Klamotten kannst du in so rechten Online-Shops kaufen und so. Die produzieren dann auch so T-Shirts mit so 88 drauf und sowas in die Richtung. Also die sind wirklich ganz klar rechts. Bei Hugo Boss, die haben für die Wehrmacht und für die SS Uniformen entworfen und produziert und auch viel mit ZwangsarbeiterInnen gearbeitet, haben das aber mittlerweile aufgearbeitet. Also sie haben sowohl ihre eigene Geschichte aufgearbeitet und haben auch sich davon distanziert. Also sie wird nicht von Neonazis als Erkennungsmerkmal getragen, aber hat eben diese NS-Geschichte. Okay, interessant. Sehr lehrreich.